Und damit herzlich willkommen zurück hier im Career Mode, ja, in der Karriere mit dem BVB. Heute haben wir so coole Spiele, die wir simulieren werden. Mit Galatasaray, Köln und noch eine Mannschaft. Wer war es noch? Frankfurt, glaube ich. Wir schauen uns dennoch nochmal die Ergebnisse an in der Europa League, wie es ausgegangen ist. Ja, die Wolfsburger haben verloren. Hamburg hat deutlich verloren. Und Schalke hat auch verloren. 2 zu 1. Außer Dortmund hat kein deutsches Team gewonnen. Müssen wir uns da Gedanken machen? Ich denke schon. Egal, wir schauen uns erstmal jetzt Champions League nochmal an. Die Bayern 1-1 gespielt, auch Bayer Leverkusen hat verloren, also die Bayern, naja, haben einigermaßen gut gespielt. Geht aber natürlich alles besser. Ich bin echt mal gespannt, ob wir das Spiel jetzt hier gewinnen. Müssen wir ja eigentlich schon. Aber wenn wir das verlieren, dann ist die Freude, oder ist die Enttäuschung richtig groß. Neustädter darf wieder spielen oder sollen wir da mal was ändern? Ich frage mich das gerade so ein bisschen. Ne, ich finde, wir haben eine gute Mannschaft. Der Sakko Neustädter gefällt mir ja. Warum nicht? Subotic und Bartra, der auch wieder fit ist. Ja, lass mal Bartra in der Verteidigung spielen. Ja, und so können wir eigentlich reingehen. Mit der Elf. Werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Hoffe ich zumindest. Weil letztes Mal war ja Van Persie mega gut drauf. Und da wir ja halt so viele Spiele in der Europa League haben, werden wir ja zum Beispiel heute mal das Heimspiel simulieren. Sollten wir aber so knappe Ergebnisse im Hinspiel erzielt haben, so denke ich mal, werde ich das Spiel nicht spielen. Na, doch spielen, meine ich. Weil das Sinn macht. Und Fenerbahce hat 3 Spiele in Folge verloren in der Europa League. Kein guter Trend. Vor allem nicht, wenn es gegen den BVB nochmal geht. Aber ich sag mal so, 2 Tore, Fenerbahce und sie sind durch. Jetzt brauchen sie 3. Sakko verletzt sich. Ich hoffe, nichts Großartiges. Van Persie kommt. Leck mich. Leck mich. Das war ja knapp. Hey, ich kann das Team nicht mal alleine lassen. Ich muss ja mit dem Team immer spielen. Hallo? Was machen die? Jetzt check ich nicht gerade. Wieder ein Spiel verloren. Das geht so nicht weiter. Oh Gott, Sakko fädelt einfach für die komplette Saison aus. Sakko ist weg. Zum Glück haben wir Neustädter noch. Piszczek ist auch noch verletzt. Alter. Zum Glück haben wir Neustädter. Zum Glück Sakko raus. Dann haben wir noch Subotic. Zum Glück haben wir die noch, die Jungs. Sonst hätten wir ein großes Problem. Und wir gucken einfach mal, wer der Gegner jetzt in der Champions League ist. Europa League ist. Ich verwechsel das immer. Ich hoffe ja sehr, so ein richtig schlechtes Team, ne? Nee, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken jetzt gleich. Dann ist jetzt noch Kölle dran. Der nächste Gegner wird Tottenham sein. Die hatten wir schon mal. Hamburg ist dann als nächstes, also ist eigentlich nichts verändert worden. Obwohl doch Hertha ist, glaube ich, verschoben worden irgendwie. Oder? Nee. Nee, nee. Alles gut. Ich glaube, alles ist gut. Ja, Tottenham. Boah, das wird geil. Das wird richtig geil, wenn es gegen Tottenham rangeht. Boah, 2 richtig gute Duelle. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Premier League. Mal schauen, was sie so viele Spieler haben im Moment. Da frage ich mich jetzt auch so einiges. Bürki. Ja, Bürki, den haben wir ja abgegeben dorthin.
Emre Can haben sie auch, okay. Bentaleb. Viele ehemalige Bundesliga-Stars. Dembélé, Dier natürlich. Diouf. Fazio. Janssen natürlich auch dabei. Lamela, oh mein Gott. Ogolori, einer der besten Torhüter der Welt. Miller, Magie, ja gut. Haben sie sonst noch was richtig Starkes? Son, Sissoko, Wimmer, Wanyama. Ja, Giovanni dos Santos auch noch. Also das wird richtig geil. Das wird richtig geil, das Spiel. Oder die beiden Spiele. Das sind richtig coole Teams, die wir momentan in der Europa League-Saison bekommen. Mich würde aber nochmal interessieren, wer denn an den Tagen auch spielt. Chelsea spielt gegen Beşiktaş. Wir haben zwei türkische Teams noch mit dabei. Beşiktaş, Gala. Okay. Anderlecht. Ja, letztes deutsches Team sind wir, was echt scheiße ist. Milan gibt es auch noch. Rom. Chelsea und Dortmund, würde ich sagen, sind einfach die besten Teams, die es jetzt noch in der Europa League-Saison gibt. Aber natürlich sind die anderen nicht zu unterschätzen. Gala oder Beşiktaş können auch mal schnell Champions-League-Sieger werden. Milan, Rom auch, klar. Tottenham auch. Gut, Tottenham habe ich jetzt auch vergessen. Also das wird jetzt nicht leicht. Schauen wir uns erstmal das Spiel gegen Köln an. Ich glaube, da müssen wir mit der B11 anreisen. Müssen wir auch. Müssen wir auch. Ja, dann lass mal hier Dings wieder spielen. Der hat lange nicht mehr gespielt. Wo ist der? Musonda. Ja, das müssen wir jetzt nicht unbedingt tun. Nguyen vielleicht noch. Fritsch. Und Weidenfeller natürlich. Mohr im Sturm. Und dann gehen wir jetzt gegen Köln rein. Wenn das Spiel nichts wird, ist halt so. Ich habe die Bundesliga wirklich schon abgeschrieben. Das ist einfach nichts mehr, glaube ich. 37 Punkte. Wie soll ich die Bayern noch einholen? Die werden nicht 5 Spiele in Folge verlieren. Das glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also mehr Konzentration auf Europa League und DFB-Pokal als auf die Bundesliga. Auch wenn die Bundesliga sehr wichtig ist. Ja, ich denke mal, das Spiel ist entschieden. Denn Donker trifft aber. Ja, das ist auch eine Packung, so ein 3-1. Wir müssen halt nur gucken, dass wir nicht aus den besten dreien Teams wegkommen, also dass wir Platz 3 wirklich bleiben. Bayern, einfach eine Macht. Stuttgart, geile Sache. Stuttgart ist einfach oben mit dabei. Ich finde das so genial. Ich glaube, ein Jahr davor noch Bundesliga, zweite Bundesliga gespielt und jetzt auf einmal Bundesliga und vierter Platz. Also das ist stark. So, Frankfurt, das müssen wir gewinnen. Das ist jetzt das Ziel, das Spiel auf jeden Fall zu gewinnen. So. Und, oh Gott. Ibrahimovic hat eine Bewertung schlechter bekommen. 85 nur noch. Aber der ist ja schon 36 Jahre alt. Ja, den können wir halt nicht so oft spielen lassen. Pulisic entwickelt sich sehr gut. 75. Mit 19 Jahren. Mach weiter so, Junge. Mach weiter so. So, wichtiges Spiel jetzt. Gegen Frankfurt. Das müssen wir gewinnen. Das ist absolut das Ziel jetzt. Auch wenn sie eine gute Phase momentan haben in der Liga. Ja, Cat Keo von vorne, Topscorer bei denen. Mit 8 oder 9 Toren schon. Mahrez trifft. Auch Castro ganz safe.
Und mal wieder 1 zu 0, das ist gut. Das ist echt schön. 2 zu 0 gegen Frankfurt. Kann sich sehen lassen. Und in der nächsten Folge gibt es dann Tottenham Hotspur. Also das wird richtig geil. Freue ich mich jetzt schon drauf. Achtelfinale. Erstes Spiel ist ein Heimspiel. Das bedeutet, ihr werdet zwei Folgen Tottenham sehen. Zwei Europa League Partien. Und zwischendurch gibt es dann nochmal Hamburg. Mit Hamburg habe ich auch noch eine Rechnung offen. Nachdem sie Bremen, glaube ich, zweimal geschlagen haben. El Shaarawy, einfach mal 11 Tore. Krass. Ja. Wir schauen uns jetzt nochmal die Tabelle in der Bundesliga an. Würde ich sagen. Und die Europa League Partien. Ach, die Champions League Partien. Will ich auch gleich nochmal sehen. Union Berlin befreit sich so ein bisschen. Bremen kommt mehr in die Phase Abstieg. Das ist nicht schön. Augsburg, diese Saison können sie total vergessen. Hannover kann sich noch retten. Ich glaube, Augsburg wird definitiv absteigen. Ja, Borussia Dortmund spielt gut. Mein Ziel ist es, auf Platz 2 zu kommen noch am Ende der Saison. Das muss auch unser Anspruch sein. Bayern einfach nur 13 Gegentore. Also die spielen eine kranke Saison dieses Jahr. Und das werde ich nicht mehr einholen. Darauf wette ich. Das werde ich nicht mehr einholen. Aber Platz 2 will ich erreichen. Hertha, Abstiegskampf. Hätte ich nicht erwartet, dass sie so reinrutschen. Union Berlin ist einfach besser als die Hertha. Warum? Wie krass ist das hier? Also die Bundesliga ist schon geil. Die ist geil. Auch wenn es mich hier nicht mehr oben spannend ist. Aber trotzdem ist es geil. Muss ich aber gesagt haben. So. Ah ja, Champions League ist ja schon gespielt worden, alles. Ich weiß. Ich glaube, Mittwoch und Dienstag. Also jetzt, Dienstag und Mittwoch, werden wir wissen in dem Spiel, wer weitergekommen ist und wer nicht. Das würde mich mal gleich interessieren. Und wir sollen nochmal die Nationalmannschaft benennen. Und ich habe euch ja gesagt, vor der WM werde ich nochmal ein paar Spiele spielen. Mit unseren US-Amerikanern. Und da wir gute Spiele haben gegen Schweiz und Bulgarien, werde ich mir die Schweiz auswählen als Spiel. Ja, das stimmt, weil. Ja. Das heißt, wir werden das Spiel gegen Schweiz spielen. So für die WM-Vorbereitung. Bulgarien haben wir dann halt auch noch, aber Bulgarien ist so unnötig wie nichts anderes. Deswegen werden wir Schweiz spielen und dann werden wir ganz locker in die Bundesliga wieder reinrutschen. Ich denke, das ist eine sehr gute Sache, womit alle leben könnten. Also wir werden das so machen. Das ist, denke ich, eine gute Idee und wir werden, glaube ich, auch so besser in die WM starten. Definitiv. Weil wir so auch sehen, welche Spiele sind gut, welche nicht. Es gibt noch ein bisschen zu sehen. Weil ich möchte schon mit dem Underdog USA Weltmeister werden. Ich will die US-amerikanische Mannschaft auch im Fußball ganz nach oben führen. Auch wenn die jetzt keine Weltklassenspieler haben, was ich ja mal zeigen kann. Das Team habe ich jetzt vor kurzem nochmal aufgestellt. Die haben jetzt keine Weltklassenspieler, aber immer so mittelmäßige, die auch noch was können. Auch auf der Bank haben sie noch relativ gute Spieler. Julian Green zum Beispiel ist auch noch da. Also ich habe schon gute Spieler, die wir auch dann, wenn es soweit ist, einsetzen werden. Bei der WM. Aber es kann ja auch noch sein, dass jemand richtig heraussticht und dann werden wir noch einen anderen nominieren. Das ist auch möglich. Aber erstmal möchte ich mit dem Team bisschen die Testphase beginnen für die WM, die bald ansteht. Ja. Ich würde sagen, das war's. Hat mir wieder richtig Spaß gemacht, die Folge. Und wir sehen uns dann gegen Tottenham. Richtig geiles Duell. Und ich bin hot. Ich bin hot auf das Game. Bis dahin. Ciao.